Mein Name ist Heinz-Erich Ohnezeit und ich bin Heinz-Erich Ohnezeit. Ich bin einer der vielen Stadtführer der wunderbaren alten Reichsstadt Heilbronn und neuen jungen Wissensstadt, so wie sie sich heute nennt und in die Zukunft aufbricht. Wir sind in Heilbronn und wir sind ein Teil von Heilbronn. Unter anderem haben wir hier mitten in der Stadt einen wunderbaren alten Friedhof, der eigentlich mehr ist als ein Friedhof. Er ist ein Punkt der Erinnerung, ist ein Punkt des Empfindens, des Fühlens, des Nachdenkens und zur Ruhe zu kommen. Wenn wir uns hier auf dem Friedhof bewegen, bewegen wir uns zu einem Teil in der Vergangenheit. Zum anderen Teil bewegen wir uns zwischen Persönlichkeiten, die längst verstorben sind, aber immer noch einen Einfluss auf die Stadt, ihre Kultur und auf das Gemeinwesen haben. Und wir Stadtführer sind natürlich logischerweise ein Teil des Gemeinwesens. Wenn man sich hier umschaut auf den ersten Blick im alten Friedhof, der inzwischen seit Jahrzehnten ein Naturdenkmal ist, das heißt, der alte Baumbestand, die alten Grabmale sind geschützt. Sie können nicht einfach verändert, beschnitten oder gefällt werden. Dann merkt man, wenn man die Augen zumacht und nur dem Rauschen und Raunen der Blätter zuhört, wie toll die Natur, die Stadt auf einen wirkt. Selber kommt man ein wenig zur Ruhe und überlegt, was denn hier wohl alles begraben ist. Was hier wohl alles bestattet ist und warum ein Friedhof außerhalb der Stadt. Dieser Friedhof ist der ehemalige Friedhof des alten Karmeliterklosters, das hier in der Nähe stand. Er wurde dann mit der Friedhofsrevision in der Stadt Heilbronn außerhalb der Stadtmauern gemacht. Es war ganz ursprünglich ein Friedhof der Evangelischen oder der Steinkreuzfriedhof, benannt nach dem Hans Schweiner, dem Erbauer des Westturmes von der Kilianskirche. Aber lassen Sie uns doch mal einfach mal eintauchen in so eine Atmosphäre. Und am besten kann man eintauchen in eine Atmosphäre, indem man die Augen schließt und Sie folgen einfach meinen Worten. Und beschweren sich nicht, warum der Fußballplatz neben ihrem Wohnhaus ist. Denn der Fußballplatz war in der Regel schon früher da. Erich Kästner hat so den Werdegang des Menschen in 5, 6 Sätze gefasst. Und das geht so. Wenn die Glocken läuten, kann das vielerlei bedeuten. Erstens, dass ein Festtag ist. Dann, dass du geboren bist. Drittens, dass dich jemand liebt, viertens, dass dich nicht mehr gibt. Wenn die Glocken läuten, kann das vielerlei bedeuten. Und es ist auch das Merkmal hier, es ist vergänglich und trotzdem entsteht Vitalität durch Anekdoten, durch Geschichten von Menschen, die hier ursprünglich einmal bestattet worden sind. Das sind unter anderem zu nennen einen der Erfinder und Gründer des ältesten Stammtisches in Deutschland, da streiten sich die Osnabrücker und die Heilbronner, aber wir Heilbronner sagen, wir sind die Ersten. Dann haben wir hier ein Grabmäler von Menschen, die auf dem medizinischen Sektor Spitze waren. Die erste Äthernarkose, Zahnarztziehen, sicherer. Die erste Bluttransfusion, eine ganz spannende Geschichte, die Mitte in der Stadt fand hat. Dort sind die Leute hier bestattet. Wir haben natürlich auch Sachen, wo man gar nicht weiß, warum diese Menschen da sind. Wie zum Beispiel jemanden, der eine Karriere gemacht hat mit seiner Maultrommel, der gleichzeitig 3 bis 4 Maultrommeln spielen konnte. Heute würde man darüber lachen und würde sagen, hallo, das geht ja gar nicht. Und die Maultrommel, die spielt man ja höchstens beim Albverein. Richtig, aber auch der Albverein wurde hiermit begründet, die Berufsschule über die Gebrüder Bruckmann. Hier gibt es viel zu entdecken. Hier gibt es viele nette Anekdoten und auch Nachdenklichkeiten. Und dieses ist alles eingebettet in die Natur. Denn wir laufen heute durch einen Park und sehen Baum, Strauch, Blume. Aber wer weiß denn, dass das ursprünglich das Gänseblümchen eigentlich im Karlsruher Zoo, man sagt dazu, ausgebrochen ist. Es vermehrt sich ja, dass der Samen über die Ameisen verteilt wird. Dass hinter mir im Hintergrund eine Sommerlinde ist, eine Winterlinde ist und dass so ein Baum mehr war und ist, als ein Baum, der Schatten bringt und dass so ein Baum mehr ist, als dass sich die Hausfrau ärgert, wenn sie ihre schwäbische Kehrwoche macht
und die Blätter zusammenkehrt. Das war ein Nahrungsbaum. Es war ein Baum, aus dem Kleider, Bast, verschiedene andere Sachen gemacht worden. Und auch das erste Patent, das jemals da war, war über die Buche. Tonnet, Wiener Stuhl Nummer 14. Der hat das Holz gebogen. Das war ein Patent. Da denkt man nicht, hier im alten Friedhof können Sie das erleben. Und im alten Friedhof können Sie auch etwas noch erleben. Die Heilbronner sind eigentlich Franken und keine Schwaben und keine Badener. Wir sind Franken. Deshalb heißt unser Stadion Frankenstadion. Allerdings sind wir nicht mehr erstklassig. Aber trotzdem haben wir eine Hochachtung von manchen Württembergern. Und einer davon ist der ehemalige Oberbürgermeister von Stuttgart, der Manfred Rommel. Und deshalb möchte ich Ihnen das ans Herz legen, wenn Sie kommen, um uns zu besuchen im alten Friedhof, wie wir miteinander die Vergangenheit wieder lebendig werden lassen. Denken Sie an die Worte, denn viele, die aus Norddeutschland kommen oder aus anderen Ländern kommen, die fragen sich immer, warum sind denn die Schwaben so klug? Und er hat ja einen Fünfzeiler dazu gemacht. Die Schwabenklugheit, dieses Rätsel, die Lösung heißt die Laugenbrezel. Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter schmeckt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel noch das Gehirn vom letzten Dackel. Wobei ich ausdrücklich bemerke, im Schwäbisch-Fränkischen ist das Wort Dackel kein Schimpfwort, sondern eher eine liebvolle Hinweisung, die halben Tiere sind die Schimpfwörter, wie Halbdackel etc. So ist es auch wieder, so sind wir in Heilbronn und so werden und so wollen wir auch bleiben. Eine alte Reichsstadt mit dem Ziel, die Zukunft zu berühren und die Zukunft machbar zu machen, erlebbar und lebbar.